Simon de Montfort, das heißt Simon aus den starken Bergen, was natürlich Octagon, die Schweiz ist, wollte alle Kataren vernichten, was er auch gemacht hat, ist auf der letzte Frau und das letzte Kind. Und in 1209 haben sie dann hier in Carcassonne das Schloss hier genommen. Und der Herrscher vom Schloss, der Herr Raymond Trencavel, gefangen genommen und in den Kerker da geschmissen. Und da war das ja ziemlich fertig für die Katharen. So wie die Schweizer natürlich, die starken Bergen da, die wollen immer irgendwelche Leute vernichten. Genauso wie sie Adolf finanziert haben in 1923, um die Juden zu vernichten. Alle Zigeuner haben sie versucht zu sterilisieren in den 60er und 70er Jahren. Jetzt sind da die Immigranten dran. Alle Diktatoren und so, die haben ihr Geld gelagert in der Schweiz, in Octagon, damit sie da ihr Volk da vernichten können und terrorisieren können. Ja, so, das war dann Simon de Montfort und das Ende von Raymond Trencavel. Hier in Carcassonne, Südfrankreich. Carcassonne, la cité.